Der Mensch als App oder warum es bis zur digitalen Diktatur nur noch eine Frage der Zeit ist. Tarnen und Täuschen ist ein wesentlicher Bestandteil der Evolution. Wer als Spezies überleben will, muss alle Register ziehen und da ist für das, was der Mensch unter Stolz versteht, kein Platz. Ein harmloses Insekt, das sich farblich und von der Morphologie für ein gefährliches, hochgiftiges ausgibt, um zum Beispiel von Vögeln nicht gefressen zu werden, ist nicht feige oder lebt eine verlogene Identität. Es ist sich des Mechanismus gar nicht bewusst, sondern bringt nur als Teil einer höheren kollektiven Intelligenz das zum Ausdruck, was der Mensch vielleicht als gewieft oder taktisch klug bezeichnen würde. Der Mensch, davon gehen die meisten von uns aus, könnte das auch, im Tarnmodus leben, wenn die Situation es erfordert, aber nicht dauerhaft oder besser nicht innerlich unbeschadet. Ein Mensch, der sich sein Leben lang verstecken oder verstellen muss, nimmt Schaden. Duckmäusertum und der natürliche Drang des Menschen, frei zu sein, widersprechen sich. Aber stimmt das auch? Ja und nein. Der Mensch hat nur dann ein Problem mit dem Verlust von Freiheit, wenn dieser Umstand in sein Bewusstsein drängt. Salopp gesagt, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß oder aktueller ausgedrückt, was er nicht wissen will, blendet er aus. Und schon sind wir mittendrin in der digitalen Gesellschaft. Noch nie war der moderne Mensch kollektiv einem totalitären System in seiner Vollkommenheit, sprich komplett und unausweichlich ausgeliefert, wie jetzt. Der Homo sapiens digitalis wird in naher Zukunft unfreier sein, als es der Neandertaler je war. Der Homo sapiens digitalis ist auf dem Weg zum Neanderdigitaler, einem Typ von Mensch, der wieder auf Primatenniveau vegetieren wird. Endgültig und unfähig, sich erneut und vor allem geistig zu erheben. Aber, und das ist neu, trotzdem irgendwie glücklich, da er seinen digitalen Käfig gar nicht mehr wahrnimmt. Selig sind die, die da geistig arm sind. Wie konnte es spätestens Ende des 21. Jahrhunderts zu diesem vollständigen Verlust von Freiheit kommen, wird sich dann niemand mehr fragen. Oder wenn, wird diese Frage nicht mehr ins kollektive Gedächtnis vordringen. Denn die, wenn es sie geben sollte, die dann noch außerhalb des digitalen Systems existieren, werden, wie jene Insekten im Tarnmodus waren, von denen anfangs die Rede war, um zu überleben. Um jeden Preis, sprich dauerhaft in Haft, verdammt sich lebenslang als Null auszugeben, auch wenn man im Kern eine Eins ist. Wie aber, um die Frage zu wiederholen, konnte es zum kompletten Verlust der Freiheit kommen? Nun, es geschah wie alles in der Evolution nicht schnell und plötzlich, sondern im Gegenteil. Der Verlust kroch, wenn man ihn mit dem Speed der digitalen Gesellschaft verglich, fast mit negativer Lichtgeschwindigkeit an einen heran, um die Gesellschaft kollektiv zu unterwandern. Wenn man diese rasende Geschwindigkeit, mit der das geschah, überhaupt wahrnehmen wollte, half nur ein Trick. Ein Trick, den man zum Beispiel bei rotierenden Propellern anwendete, um die hohe Rotationsgeschwindigkeit und die davon ausgehende Gefahr zu erkennen. Man musste in sehr schneller Folge die Augen schließen. Dann wurde eine kreisende Bewegung sichtbar, nur schienen die Rotorblätter jetzt wie in Slow-Mo rückwärts zu laufen. Eine optische Täuschung, wie man uns erklärte, aber niemand wäre deshalb auf die Idee gekommen, sich Richtung Turbine zu bewegen. Es war überdies sehr windig und extrem laut und diese Sinne waren eine weitere Bestätigung dessen, dass hier hohe Energie am Werk war. Energie, die tödlich wäre, würde man sich ihr direkt aussetzen. Bei der Digitalisierung haben diese Sinne keine Chance, uns zu warnen, denn die Geschwindigkeit der totalen Erfassung läuft lautlos und ohne Staub aufzuwirbeln ab. Abstrakt. Die einzigen Rotoren, die man beim schleichenden Prozess des digitalen Großreiches wahrnehmen könnte, wären die Millionen Ventilatoren, die zur Kühlung der Festplatte nötig sind, auf denen sich das, was mich bisher als Individuum ausmachte, schon übermorgen komplett befinden wird. Ich werde erfasst sein, komplett, und ich werde berechenbar sein, komplett, ich werde manipulierbar sein, komplett, und ich werde unfrei sein, lebenslänglich. Dass diese Entwicklung nicht zu stoppen sein wird, ist sicher, denn dazu müsste die Evolution ihre Grundsoftware umschreiben. Und das wird nicht geschehen. Der Mensch war nie frei. Das, was er Freiheit nennt, ist in Wahrheit eine Illusion, die vor allem daraus resultiert, dass der Mensch sehr schnell überfordert ist, wenn Zahlen zu groß werden, wenn mögliche Möglichkeiten seinen begrenzten Horizont überschreiten. Diese Grundeinstellung zieht sich durch sein gesamtes Dasein. Der Mensch wählt immer nur aus einer überschaubaren Anzahl von Möglichkeiten aus. Was der Mensch unter freier Wille versteht, ist vergleichbar mit einem Puzzle. Egal für welches Teil du dich entscheidest, das endgültige Bild steht schon fest. Der Mensch nimmt das indirekt wahr, als Geborgenheit, als Code, der jeder Clique innewohnt, als Heimat. Der Mensch ist ein Herdentier, kann ohne das überschaubare Rudel nicht existieren. Ein solches Rudel ist beim Menschen in etwa so groß, wie Menschen um ein Lagerfeuer Platz haben. Wird diese Rudelzahl überschritten, was heute tagtäglich der Fall ist, wird es auch für den modernen Menschen abstrakt. Face-to-Face wurde von Facebook ersetzt. Anders als noch vor 20.000 Jahren führt dieses Abstrakte, dieses Fremde aber nicht zur Verunsicherung, nicht zur Rebellion, nicht zur Ablehnung, zum Vertrauensverlust, nicht zum Aufstand, sondern zum Gegenteil, durch Gruppenzwang, weil es alle tun.
Das klassische Alpha-Tier im Rudel, der Alpha-Rüde bei den Wölfen zum Beispiel, kann es sich nicht leisten, nur von einem Bruchteil der Herde akzeptiert zu werden. Nur in der kollektiven Unterwerfung ist es ihm möglich, sein Team erfolgreich überleben zu lassen. Der digitale Mensch ist ähnlich auf sein Team und seine Führung angewiesen, nur hat er den Kontakt zur Leitung vollständig verloren. Dafür sind die Gruppen, in denen er sich bewegt, viel zu groß. Erfahrungen werden nicht mehr selber gemacht, man übernimmt sie. Der Mensch 2011 hat sich vom überschaubaren Rudel durch Dritte verabschieden lassen und wurde stattdessen Teil eines unüberschaubaren Schwarms, von dem er weder Richtung noch Führung kennt. Der Homo sapiens digitalis weiß als Einzelner gar nichts mehr. Er folgt einfach seinen Nachbarn und befolgt das, was man ihm als Update oder Trend anbietet, auf Gedeih und in diesem Falle auf Verderb. Wer diesen menschlichen Schwarm nutzen oder korrekter benutzen möchte, braucht nicht mehr als ein klassischer Fischer. Er braucht ein Netz, in unserem Fall ein Internetz. In Hemingways Klassiker Der alte Mann und das Meer wird das Fischen noch als Kampf Mensch gegen Fisch dargestellt. Das ist Geschichte. Die Realität sieht lange anders aus. Schwimmende Fischfabriken mit kilometerlangen und vor allem sehr tief ins Meer reichenden Treibnetzen lassen keinem Fischschwarm eine Chance zu entkommen. Der Mensch ist dabei, die Ozeane leer zu fischen. Satellitengestützte Hightech-Fischerei sorgt dafür, dass kein Schwarm, wo immer er sich versteckt hält, unentdeckt bleibt. Was dann versehentlich ins Netz gerät, zum Beispiel Delfine auf der Jagd nach Thunfisch, hat Pech gehabt. Es wird totgequetscht und als Abfall ins Meer verklappt. Moderne Fischerei schrammt immer knapp am Ausrotten einer Art vorbei. Und wenn eine Population eine Chance haben will, muss sie schon das Glück haben, dass sie eine Ölkatastrophe wie beim Bo-Insel-Desaster am Golf von Mexiko in die Parade fährt. Dann ist von heute auf morgen Schluss, denn überall schwimmt Öl herum. Nur dann kann sich der dezimierte Schwarm erholen. Vorerst. Was das giftige Öl mit seinem Erbgut anrichtet, muss man abwarten. Beim Abfischen von Menschen hat das Erbgut bereits gelitten, dank des größten Treibnetzes aller Zeiten, dem Internet. Abfall entsteht auch hier, das Individuum. Nur dass dieses sich nicht der Gefahr bewusst ist, selbst da nicht, wenn man es bereits aus dem Wasser hieft. Anders ist es nicht zu erklären, dass man Leute, die man nie zu Gesicht bekommen hat, ernsthaft als Freunde addet, worauf deren Freunde, die man auch weniger kennt, ebenfalls Zugang zu persönlichsten Daten bekommen, ohne dass man das als bedrohlich empfinden würde, weil es abstrakt scheint. Doch der Schein trügt. Im richtigen Leben käme es einem freilich komisch vor, wenn auf der Geburtstagsparty im engsten Kreis plötzlich Menschen mit am Tisch säßen, die man noch nie zuvor gesehen hätte. Auf die Frage, wer bist du, würde die Person nur von sich geben, na einer deiner 351 Friends, bevor er sich als erster über deine Geburtstagstorte hermachen würde. Natürlich ist dieses Beispiel übertrieben, einem Fremden würden wir gar nicht erst die Tür aufmachen, es sei denn, diese wäre gar nicht mehr existent, da wir sowieso immer online sind und, sprechen wir offen, gar keinen Schimmer davon haben, mit welchen Tricks und Programmen, Trojanern und Phishing-Mails man uns schon lange kommt, um uns auszuspähen. Ausspähen ist ein negatives Wort. Die digitale Industrie weiß das und macht es daher ähnlich wie die Mineralölindustrie Anfang der 70er Jahre, als Umweltverschmutzung und Raffgier an der Zapfsäule in Einklang gebracht werden mussten. Seither fahren neue Autos in der Werbung auf einsamsten Landstraßen mit blauestem Himmel und heißt, sich selber die Finger schmutzig machen beim Volltanken. Self-Service. Eine Wortkombination, die sich widerspricht, aber das haben wir akzeptiert, weil das alle tun. Und so hinterfragen wir auch nicht, warum der Liter Sprit nicht 1,55 kostet, sondern 1,559. Als gäbe es den Aufschlag von Hundertstel Pfennig irgendwo sonst. Currywurst 1,209. Der Liter Milch 1,99. Vollkorntoast 99,99. Bei Pack den Tiger in den Tank kann man tagtäglich beobachten, was alles möglich ist, ohne hinterfragt zu werden, obschon man zugeben muss, dass der Tiger in Wahrheit ein Kätzchen ist. Richtige Raubtiere, also Lebewesen, die ihre Opfer auch dann schon beginnen zu fressen, wenn diese noch gar nicht richtig tot sind, findet man im Internet. In der Regel handelt es sich um Raubfische. Weiße Haie könnte man meinen, aber dafür sind weiße Haie in Wahrheit viel zu friedfertig und vor allem viel zu schnell satt. Ein Hai würde nie auf die Idee kommen, wenn er bereits satt ist, weitere Fische auf seinem Speisezettel nur deshalb tödlich zu verletzen, damit diese auf dem Grund sinken und der Konkurrenz nicht als Nahrung dienen. Haie haben wie alle Tiere eine natürliche Beißhemmung, wenn sie satt sind. Facebook, Google, Microsoft, Apple, Twitter, Crossing und Co. nicht. Solange diese Räuber im Netz auch nur irgendein noch nicht gefischtes Opfer wahrnehmen, sind sie aktiv. Diese Aktivität steigert sich dann nochmal um ein Vielfaches, wenn der User dem Jäger erst einmal ins Netz gegangen ist. Wer bei sozialen Netzwerken auf sozial tippt, wartet beim Tanken auch auf den Tankwart, weil er bei Self-Service Service erwartet. Soziale Netzwerke sind das perfideste, was es gibt. Sie gaukeln dir vor, dein Freund zu sein, doch ihre Freundschaft ist so ehrlich wie die von EMs seinerzeit bei der Stasi. Es geht darum, sich das Vertrauen zu erschleichen, damit der User das Gefühl bekommt, Facebook und Co. gehören zur Familie, wie Klaus Kleber, und meinen es ausschließlich gut mit ihm.
In Wahrheit will Facebook und Co. Oberhaupt aller Familien werden und bleiben. Denn nur wenn du deine digitalen Füße hübsch weiter unter Facebooks Tisch setzt, kann man dich über denselben ziehen. Und nur darum geht es. Du und dein Verhalten sollen erfasst, katalogisiert und berechnet werden. Im Anschluss wirst du gedrillt und auf Kaufen getrimmt, indem man mit sogenannten Vorschlägen konsequent deinen Horizont verkleinert. Im Netz gibt es keine Individuen mehr. Es gibt nur Kunden, die sich für XY entschieden haben, kauften auch. Kunden, denen man kollektiv den Kopf verdreht, damit man ihnen im Anschluss jeden Scheiß andrehen kann. Jeder Facebook-User wird bei der Firma mit dem Lausbuben-Image mit 100 US-Dollar bewertet. Ob uns das nachdenklich macht? Mit Zuckermann und Peitsche? Nein, es ist zu abstrakt. Abstrakt ist die wertvollste Währung im Netz, denn nie war der so freie User so bereit, abstrakt mit nackt zu verwechseln, mit gläsern, mit durchschaubar, berechenbar und damit mit lenkbar. Ja, aber ich habe doch gar nichts zu verbergen. Du vielleicht nicht, aber dein Internetkonzern. Der akzeptiert vor allem Privatsphäre nicht, denn für ihn bist du nur komplett wertvoll. Und wie erreicht dein Freund, der Konzern, das? Den entscheidenden Schritt ging im frühen 21. Jahrhundert Apple. Apple schaffte es, mit dem Siegeszug des iPhones dein Vertrauen zu erschleichen. Das Handy als Handschmeichler, so ungefährlich wie Muttis Hand, als du noch 4 oder 5 warst. Die Zeit, in der du nur über das Telefon telefoniert hast, war dann schnell vorbei. Dein iPhone wurde schnell dein bester Freund. Du teiltest alles mit ihm und mit Apple, die jeden deiner Schritte mitverfolgten. Aus Fürsorge. Mit der eigenen Marktmacht. Endziel Monopolstellung. Und wo keine Konkurrenz, da keine Kritik. Als Staat heißt so etwas Nordkorea. Wo du bist, wo du hingehst, deine Fotos, deine Mails, deine Einkäufe, deine Friends. Apple ist das digitale Pendant des Apfels, dem man Adam im Paradies reichte, bevor evakuiert wurde. Der nächste Schritt war dann das iPad. Ein großes iPhone, das noch mehr wie ein Spielzeug daherkam. Harmlos. Ein Entertainment Center. Es kann alles, was dein iPhone auch kann und noch mehr. Es speichert vor allem noch mehr Muster, die dein Verhalten hinterlässt. Wichtig ist, dass du ausschließlich über diese digitale Fessel am Leben teilnimmst. Du kannst viele tolle Filme darauf sehen, wenn du diese vorher im Apple Store gekauft hast. Du kannst so viele Bücher und Zeitschriften darauf lesen, dank der Apps, damit auch Apple weiß, welche Presse dich interessiert. Pressefreiheit? Die gibt es noch, es sei denn, die Presse schreibt was gegen den Konzern. Dann kostet es Steve Jobs ein Fingerschnippen und in der digitalen Ausgabe, zum Beispiel des Spiegel oder der Süddeutschen, erscheint der Artikel gar nicht erst. Ob die das dürfen? Das kann ja Jahre später ein Gericht klären. Wichtiger ist, dass du jetzt klassisch bedrucktes Papier, das sich zu Hause eh nur stapelt, bitte ganz schnell in die Tonne trittst. Beende dein Abo und steige vollständig um. Werde abhängig, wie von Heroin. Werde Christiane F. und stehe statt am Bahnhof Zoo in Silicon Valley und gehe auf den digitalen Strich. Dafür bekommst du zum Beispiel auch zum Online-Magazin integrierte Nachrichtenfilmchen von vorsortierten Anbietern. Unterbrochen und präsentiert von tollen Werbespots, abgestimmt auf dein ganz persönliches Konsumverhalten. Ein Klick und deine Kreditkarte sagt dem Internethändler, wo du dich zurzeit aufhältst und wo der nächste Shop für das beworbene Produkt ist. Taxi dorthin gefällig? Push the button. Bevormundung als Serviceleistung, aber toll verpackt. Und nicht zu vergessen die vielen tausend nützlichen Apps, zum Beispiel solche, mit denen du und deine Ärzte sich deine Röntgenbilder ansehen können, online. Wenn da dann Dinge zu sehen sind, die Kosten verursachen, solltest du darauf achten, dass dein Krankenhaus-App nicht irgendwie mit dem Röntgen-App Kontakt aufnimmt und dann via Online-Banking deine Krankenkassenbeiträge erhöht oder du dank Kündigungs-App einfach morgen ohne Versicherung dastehst und auch keine mehr finden wirst, die deine Situation nicht für sich ausnutzt, da sie alles weiß, denn deine Daten sind im Netz und für jeden Profi-Hacker einzusehen und von denen arbeiten immer mehr für Konzerne und Reststaaten. Das Tollste aber wurde Mitte des 21. Jahrhunderts modern. Der User befreite sich von seiner eigenen Festplatte und übergab all die Daten an den Zentralrechner seines Lieblingskonzerns. Dank neuester Software sind seither all deine digitalen Endgeräte immer voll synchronisiert und auf dem neuesten Stand, genau wie der Konzern, der diese Software zur Verfügung stellt. Seither konnten und können Daten nie mehr verloren gehen. Die große, große Firma bewahrt sie für dich auf. Na, das ist doch toll. Auf der WWDC 2011 der Apple-Messe in Kalifornien, Messe passt schon, denn hier sprachen Götter in Schwarz zu ihren Jüngern, war die Stimmung ausgelassen und friedfertig, wie sonst nur bei Scientology. Eine Halle mit mehreren tausend Menschen hingen an den Lippen von Steve Jobs und Co. Die Halle hätte deutlich größer sein müssen, aber es war nicht gelungen, eine noch größere zu mieten. Gott sei Dank wurden die wichtigsten Nachrichten der Welt, eine neue Software, online in alle Welt übertragen, in Ton und Bild. Und anders als bei der Erstürmung der Bin Laden-Villa in Pakistan, blieben die Leitungen über 2 Stunden auch stabil.
Immer wieder brandete ehrfürchtiger Applaus auf, wenn zum Beispiel auf der großen Bühne erklärt wurde, wie viele Billionen Songs Apple bereits verkauft hätte via iTunes, wie viele Millionen von Apple-Apps man inzwischen an den Mann gebracht hätte und um wie viel Prozent man den Verkauf der neuesten Rechner gesteigert hätte. Viele Kunden ist gut, alle Kunden ist besser und easy ist am allerbesten. Jeder konnte diese Aufbruchstimmung spüren. Die Welt ist auf einem guten Weg, dank eines amerikanischen Computerherstellers, der in der dritten Welt unter Bedingungen fertigen lässt, die Arbeitssklaven in den Selbstmord treiben. Andere Computer-, Smartphone- und Softwarehersteller taten es Apple wenig später gleich. Sie beschenkten dich, den auf Geiz ist geil getrimmten User, mit tollen Produkten, die du am besten rund um die Uhr auf Geräten bitte nur einer Firma nutzen solltest. So geschah es. Dann gab es noch Meet Software for free, online und immer auf dem neuesten Stand. Und damit du nichts verpasst, war der große Rechner immer und überall mit dir verbunden und du endlich so unabhängig wie ein Kind, das an der Nabelschnur hängt. Geburt und Abnabelung gab es nicht mehr. Endlich wieder fühlen wie bei Muttern, auch wenn diese einen noch gar nicht zur Welt gebracht hatte. Dieses düstere Szenario wurde binnen weniger Jahre mitten im 21. Jahrhundert möglich, weil die Menschen sich, als sie final die Wahl hatten, Freiheit oder Full Service, sich spontan und mit ein paar Bonuspunkten geködert für ein digitales Dahinvegetieren unter einem globalen Konzerndach entschieden. Der Mensch als App. Kaufoption included. Der Gefällt-mir-Button wurde durch einen Kaufen-Button ersetzt und musste auch gar nicht mehr gedrückt werden. Wenn eine Handvoll deiner Freunde das Produkt gegen Prämie weiterempfahlen, bekamst du es ganz automatisch zugeschickt. Genau wie die Rechnung. Und als letzter Schrei für das Jahr 2045 erschien das Führer-App. Es hat über Nacht alle anderen Millionen-Apps ersetzt und damit endlich Klarheit geschaffen. Das Führer-App sagt dir jetzt jeden Tag und jede Stunde, wahlweise mit Männer- oder Frauenstimme, was du alles Tolles machen kannst. Sorry, was du zu machen hast. Aber ohne dieses App wärst du eh komplett aufgeschmissen. Selber lesen, selber Entscheidungen treffen, selber denken? Das hatten deine Großeltern doch damals um das Jahr 2025 irgendwie aufgegeben. Freiwillig. Der freie Wille. Ersetze dieses Programm noch heute durch Befehl 3.0. Dieser Slogan schrieb Geschichte. Millionen folgten ihm binnen 48 Stunden. Damals. Ob zukünftige Regierungen diese Konzernmacht, diese Informationsflut und die dabei entstandenen Strukturen nutzen werden, um uns global noch besser fernzusteuern in eine noch simplere Zukunft? Das war gar nicht mehr nötig, denn die Regierung war längst von Computerherstellern übernommen worden. Reißschwenk in die Gegenwart. Der Homo sapiens digitalis ist dabei, sich via 0 und 1 selber zu domestizieren und die digitale Online um den Hals zu legen. Jetzt wird sie langsam, enger und kürzer, aber das blenden wir aus. Solange es uns blendend geht, sprich das neue Update for free mit noch mehr Features zum Download bereitsteht. Das menschliche Hirn gleicht einem Muskel. Je weniger wir es benutzen, sprich je einfacher wir es ihm machen, je mehr Aufgaben wir an Konzernprogramme outsourcen, desto mehr verkümmert es, was uns an Punkt X nicht mehr kümmert, denn ab da sind wir schlicht doof. Verstehe ich nicht. Herzlich willkommen in der Schlange vor dem Computershop. Noch 7 Stunden und dann schließen die auf und du kannst als erster ein Endgerät der neuesten Überwachungsgeneration in Händen halten. Präsentiere es dann den zahlreichen Überwachungskameras, die als iPhone deiner Nachbarn Coolness versprechen. Wenn man sich Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen, die in Schlange stehen, ansieht, findet man meist den Hinweis, Menschen auf der Flucht vor... Heute flüchten wir nicht mehr unfreiwillig vor geschichtlichen Entwicklungen, sondern freiwillig in sie hinein. Leben Sie vor sich hin. Wir kümmern uns um die Details. Dauerhaft.